Joa, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Garagengedöns und damit herzlich willkommen zum Bike-Check von meinem Simson SR50 Schneemobil. Ach, herrlich Leute, wunderschönes Wetter und weil sich so viele gewünscht haben, gibt's heute mal mein Schneemobil im Detail, davor aber auf jeden Fall erstmal ein Bike-Porn. So geil. Einwandfrillo, wie der fliegende Fachmann sagt. Und jetzt geht's los mit dem Bike-Check. Herzstück von meinem Schneemobil ist natürlich die Gummikette, denn die sorgt im Schnee für ordentlich Vortrieb. Damit's mir die Kupplung nicht zerstört, kann ich hinten die Kette je nach Schneeverhältnis spannen. Dadurch habe ich dann quasi eine zweite Kupplung. Ein weiteres Highlight ist natürlich der Tuning-Lenker mit dem wunderschönen Garagengedöns-Lenkerpolster. Rechts und links vom Polster befinden sich die Lenkerarmaturen, davon auf der rechten Seite Gasgriff und hintere Bremse und links wie gewohnt die Kupplung. Beide Griffe sind klappbar, damit ich mir im Ernstfall nicht die Handgelenke breche. Hier sind die Griffe und da sind die Handgelenke, die ich mir nicht gebrochen habe. Zum Glück ist der Simson nichts passiert. Kommen wir nun zum Ski. Der hat rechts und links einen Gasdruckdämpfer dran, damit der hinten immer auf den Boden gedrückt wurde und Kontakt hat. Ein weiteres Feature sind die beiden Karabiner hinten am Haltebügel, damit kann ich zum Beispiel jemand durch den Schnee ziehen. Links davon befindet sich der Choke und vorne gibt's drei Kippschalter. Sobald die offen sind, ist der rechte fürs Rücklicht, der in der Mitte fürs vordere Licht und der ganz linke ist dafür da, dass ich den Motor starten kann. Herrlich, ich liebe den Sound. Ja, und dann kann ich mit den Schaltern natürlich auch wieder alles ausmachen. Ja, Leute, und damit sind wir wieder mal am Ende einer Garagengedöns-Folge angekommen und damit auch am Ende von Staffel 2. Aber keine Angst, es geht auf jeden Fall weiter, denn nächste Woche startet schon die erste Folge der dritten Staffel. Und das Projekt wird richtig krank, denn wenn ich eins schon mal spoilern darf, das Teil wird sich, wenn alles klappt, in der Luft bewegen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit am Start. In diesem Sinne, bis dahin, ciao!